Was geht ab, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Es ist mal wieder Zeit, es ist schon ein bisschen lange her, dass wir das letzte Ask Daya, also Hashtag Hey Daya gemacht haben. Und deswegen machen wir heute eine ganz kurze Runde Hey Daya. Und ich beantworte eure Fragen, die ihr die letzten Wochen so gestellt habt unter den Videos. Wenn du nicht weißt, was das ist, ganz einfach, es gibt die Möglichkeit, unter dem Hashtag HeyDaya Fragen zu stellen unter meinen Videos, die ich dann in Form von solch einem Video einfach beantworte. Und genau das machen wir heute. Viel Spaß dabei. Intro. Yo, wenn du ganz, ganz neu bist auf diesem Kanal, dann ist dieses Video vielleicht gar nicht mal so interessant für dich, aber nichtsdestotrotz ziehen wir es durch und ich heiße dich herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Daniel, auf diesem Kanal gibt es Fitness, Mindset, Nutrition und was sonst so in meinem Leben passiert. Und heute werden ein paar Fragen beantwortet. So, ich filter mal kurz raus hier. Hashtag Hey Daya. So. Wir legen direkt los. Hey Daya, danke, dass du wieder mal all meine Fragen bitte rannimmst. Okay, ja, gerne. Dafür ist das Ganze da. Hey Daya, ich bin stolz auf dich, dass du durchziehst. Auch dafür vielen lieben Dank. Ich gebe mir Mühe, immer durchzuziehen. Vor allem auch das ganze YouTube-Game, weil ihr wisst ja oder seht vielleicht auch manchmal meine Views und es ist nicht so einfach. Also du machst Videos die ganze Zeit und nimmst dir Zeit und investierst Arbeit und manchmal kommt dabei einfach gar nicht wirklich so viel rum. Da klingelt mein Handy übelst oft. Hey Daya, wir haben 4 Uhr 44 und ich arbeite immer noch. Was machst du gerade? Ich mache gerade dieses Video und um 4.44 Uhr schlafe ich für gewöhnlich. Früher habe ich oft auch richtig, richtig lange gearbeitet und richtig lange durchgezogen. Und irgendwann ist mir das auf die Nerven gegangen. Also es war einfach nicht mehr gesund. Der Schlafrhythmus hat sich so verschoben. Und heute mache ich das wirklich nicht mehr so gerne. Also ich bemühe mich immer, ja, nach 21 Uhr möglichst nicht mehr zu arbeiten und dann so meinen Abend so ein bisschen ausklingen zu lassen. Dadurch schlafe ich auch viel besser. Also alle, die so arbeiten, ich empfehle euch, arbeitet nicht so lange oder setzt euch eine Deadline, bis wohin ihr arbeitet und dann arbeitet ihr nicht mehr weiter, weil es kostet euch so viel Energie, wenn ihr keinen richtigen Schlaf habt. Und ich verspreche euch, ihr seid doch auf jeden Fall nicht so produktiv, wie wenn ihr voll ausgeschlafen seid. Wenn ich voll ausgeschlafen bin, schaffe ich in viel weniger Zeit viel mehr Dinge und kann sie auch viel, viel besser tun. Das heißt, ich würde dir auf jeden Fall empfehlen, schau, dass du eine Deadline hast und dann 2-3 Stunden später halt schlafen kannst, weil das macht einfach keinen Sinn auf Dauer. Hey Daya, ich fühle mich so, wie als wäre ich dein größter Supporter momentan auf YouTube. Ja, und der Felix. Felix ist auch einer meiner absolut größten Supporter. Hier sind noch Fragen. Hey Daya, was spielst du so für Spiele? Handy, Konsole, was ist deine Meinung zu diesen? Eher Zeitkiller oder gute Unterhaltungsmöglichkeit? Was wäre deine Alternative? Ich habe tatsächlich im letzten Lockdown ein bisschen angefangen zu zocken. Warzone auf PC. Auf Handy habe ich kein einziges Game. Ich habe auch keine Konsole. Ich hatte mal eine Xbox früher. Aber benutzt die, beziehungsweise habt die gar nicht mehr hier zu Hause. Ich finde, es ist keine gute Unterhaltungsmöglichkeit. Und es ist auch keine, es ist eher ein Zeitfresser. Und ich habe dadurch, dass ich gezockt habe, habe ich gemerkt, wie das Ganze sich so verhält und wie man sich verändert. Und ich habe gemerkt, man ist viel, viel lethargischer. Man hat auch irgendwie diesen Dopaminkick, sucht man ständig. Die Spiele sind ja so aufgebaut, dass du ständig irgendwie Dopaminkicks kriegst und belohnt wirst und deswegen macht das Spiel dir so viel Spaß. Und ich würde auf jeden Fall dir empfehlen, das unter Kontrolle zu halten, wenn du zockst, weil du verlierst
ja, auf jeden Fall irgendwo ja, Lebenszeit und irgendwie auch einen Bezug ein bisschen zum echten Leben. Und die Zeit fliegt viel zu schnell. Also die Zeit vergeht so richtig, richtig schnell. Und ich glaube, dass du dann ja nicht mehr das so unter Kontrolle hast irgendwann. Dann hast du auf einmal 5 Stunden gezockt und hast sonst nichts anderes gemacht. Also ich wäre auf jeden Fall, würde dir davon abraten. Und was wäre deine Alternative? Ja, wenn mir langweilig ist, beziehungsweise Langeweile habe ich eher selten, sondern ich habe eher so das Problem, dass wenn ich nichts zu tun habe, fühle ich mich manchmal unproduktiv. Und was ich dann mache, ist produktiv sein. Das heißt, ich mache irgendwas, was Sinn macht für mich, lerne etwas und das macht mir dann auch Spaß. Ich bearbeite zum Beispiel dann Videos, Fotos, aber auch Sachen, die ihr hier gar nicht auf diesem Kanal zum Beispiel findet. Und das mache ich einfach dann nur für mich. Und das ist meine Alternative. Hey Daya, kann Aufmerksamkeit zur Sucht werden, zum Beispiel bei Influencern? Voll gute Frage. Ich glaube ja. Ich glaube, dass auch viele irgendwann so ein bisschen Like-abhängig werden, besonders diese Generation von Instagram. Das ist auf jeden Fall nicht so gesund. Und Aufmerksamkeit kann so oder so zur Sucht werden, glaube ich. Weil auch in einer Freundschaft oder in einer Beziehung kannst du süchtig werden nach der Aufmerksamkeit deines Gegenübers. Und das ist ein großes Problem, weil denn der Gegenüber ist nicht dafür verantwortlich, dir ständig Aufmerksamkeit zu geben und dafür zu sorgen, dass es dir gut geht, sondern du bist dafür selbst verantwortlich. Wenn dein Partner zum Beispiel aber das gerne für dich macht, ist es was anderes und du darfst es niemals verlangen. Ja, ich glaube, die Fragen habe ich tatsächlich so schon beantwortet. Vor einem Monat. Schwer zu sagen hier, was ich schon beantwortet hatte. Ja, wie siehst du die Zukunft von YouTube? Ja, ich glaube, diese Frage habe ich schon beantwortet, aber ich möchte kurz darüber sprechen, wie ich die Zukunft von diesem Kanal sehe vielleicht. Weil darüber haben wir auf jeden Fall noch nicht gesprochen und es wächst jetzt gerade sehr. Es ist, vielleicht knacken wir diesen Monat die 1000 Abos. Und ja, wie ist die Zukunft? Ich hoffe einfach sehr, dass ich mit meinen Videos die ein oder anderen Leute inspirieren kann. Und zwar nicht nur mit den Fitness-Videos. Mir liegen besonders die Videos am Herzen, wo ich über Bewusstsein rede, wo ich über das allgemeine Leben spreche. Und diese Videos liegen mir wirklich am Herzen, weil ich habe das Gefühl, dass viel zu wenig Menschen sich mit ja, dem Thema Bewusstsein halt so befassen und immer nur in so einem ständigen Rad des Konsums und Arbeiten und Ablenken sind. Und ich sehe das als ein großes Problem an. Und gerade jetzt zum Beispiel auch, wir haben Corona-Lockdown und ich beobachte, wie die Menschen, also uns wurde ja gesagt, wir sollen unsere Kontakte einschränken. Und ich mache das tatsächlich. Ich habe außerhalb von meiner Arbeit eine einzige Person gesehen in der letzten Woche. Und ich beobachte auch bei vielen anderen, dass sie 3 oder 4 Personen treffen. Und das muss einfach nicht sein, finde ich. Und ich glaube, der Grund dafür ist, dass wenn die Leute jetzt weniger unternehmen können, dass sie sich noch mehr mit Leuten treffen tatsächlich. Und das ist auch eine Form von Ablenkung. Also du musst dann immer irgendwie was unternehmen und lenkst dich halt ab von irgendetwas. Was weiß ich, was das bei dir ist. Aber ich kenne das selber von mir, dass ich mich lange Zeit habe mit Arbeit und Training richtig krass abgelenkt habe. Und letztendlich weiß ich aber ganz genau, dass ich mich abgelenkt habe von etwas. Und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo ich einfach hoffe, dass ich Leute inspirieren kann, dass ich Leute inspirieren kann, weiter zu denken über den Tellerrand hinaus, dass Leute weniger Drogen nehmen, dass Leute aufhören zu trinken, dass Leute nicht mehr dieses Party-Lifestyle brauchen, dass Leute glücklicher werden, wenn sie Erfolg haben mit ihren Dingen, sei es im Sport, sei es im Job oder in sonst irgendwas anderem. Ich würde zum Beispiel gerne auch in der Zukunft ein paar Videos darüber machen, wie ist es, selbstständig zu sein, wie kannst du aus deinem Hobby einen Beruf machen? Wie kannst du mit deinem Hobby Geld verdienen? Und all solche Themen würde ich gerne noch besprechen in der Zukunft. Natürlich abgesehen von dem ganzen Fitness-Content. Aber ich glaube, das sind Themen,
Ja, die die Leute beschäftigen. Und ich sehe zum Beispiel auch bei Leuten, die gerade Abi machen und noch in der Schule sind, dass sie nicht richtig wissen, was ist jetzt wirklich mein Purpose und wo soll ich, in welche Richtung soll ich gehen. Und diesen Struggle haben mit Sicherheit viele. Für mich war das immer irgendwie klar. Ich wusste immer, was mein Purpose ist. Ich wusste, in welche Richtung ich gehen soll. Ich wusste, was ich machen will. Aber das geht mit Sicherheit nicht jedem so. Okay, ja, das war eine kurze Runde Hey Daya, aber ich will natürlich trotzdem nicht eure Fragen einfach links liegen lassen, sondern will sie beantworten. Wenn ihr weitere Fragen habt, haut sie runter in die Kommentare. Auch wenn ihr Wünsche habt für Videos, zum Lockdown jetzt gerade, schreibt es einfach in die Kommentare. Wir können die gerne beantworten, besprechen und wir sehen uns in einem neuen Video. Abonnieren, nicht vergessen. Ich denke, wir sehen uns wahrscheinlich schon diese Woche wieder. Ich habe ja ein bisschen mehr Zeit, Videos zu shooten und zu bearbeiten. Deswegen spätestens Sonntag. Ich denke aber eher Donnerstag sehen wir uns schon wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao.